Diese Frage von Zentren ist ganz bedeutend im Sinne von der internationalen Nachkriegsabstraktion. Die entwickelt sich ja im Zusammenspiel zwischen Amerika und Europa und da spielen insbesondere New York und Paris eine herausragende Rolle. Also die Künstler selbst, die haben natürlich nach Informationen gedürstet und die haben sich informiert gegenseitig. Und es hat auch in den ersten Nachkriegsjahren, schon nach der Befreiung von Paris, hat es Kontaktaufnahmen zwischen Künstlern in Frankreich und den USA gegeben. In Deutschland passiert das alles mit Verzögerung, weil eben Deutschland sehr wenig an die Möglichkeiten zum Reisen angeschlossen war. Und in Deutschland wird es ernst eigentlich ab Anfang der 50er Jahre, während wichtige Dinge in Frankreich und zwischen Frankreich und den USA schon in den Jahren zwischen 1944 und 50 passieren. One example is certainly the Surrealist movement that has originally developed in France in Paris. Because of the war, many of these artists had to travel to the United States and spend years there in exile. So Surrealism was a very important movement at that time in America as a result of the influx of European artists. And that had a very strong impact on these young American artists who, for the first time, because they hadn't traveled to Europe, met or were able to meet with these major figures. One of the main techniques that the Surrealists had used, such as automatism, that then went on to influence the art of artists such as Jackson Pollock, William Basiotis, Jerome Komrovsky, and others. And so even it is said that the drip technique, from which Jackson Pollock had then become so famous, has its origins in Surrealist automatism. But with abstract expressionism, although it grew out of European Surrealism, it developed into something very different. For America, it was the first movement that was perceived in, if you like, the Western world as being something significantly new. Up until then, America had been perceived as following the European model. 1947 findet schon die erste Ausstellung in Paris statt, auf der Arbeiten der neuen amerikanischen Bewegung zu sehen sind. Aber insbesondere in der Anfangsphase fällt es den europäischen Kritikern und Künstlern unglaublich schwer zu verstehen, was da gerade in New York los ist. Es gibt wenig Informationen über den Hintergrund dieser Künstler. Es werden auch nur vereinzelte Werke gezeigt, sodass auch eine Einordnung in den größeren Kontext fehlt. Nun ist es so, dass viele französische Kritiker etwas national-chauvinistisch waren sozusagen und die amerikanische Kunst eigentlich tendenziell kritisiert haben und auch gar nicht so glücklich waren, dass amerikanische Kunst jetzt auf eine Stufe mit der École de Paris gestellt werden sollte. Wenn man sich diese kritischen Beiträge anschaut, auch in den 1950er Jahren zur New York School, dann sind die sehr stark geprägt von dieser Idee von The Triumph of American Painting, abstrakter Expressionismus als eine Art von Weltsprache, die auch einen unglaublichen Widerhall in Europa findet. Also das hat den Franzosen durchaus ein wenig wehgetan, dass die amerikanische Kunst sich so mit so einem, mit solch einer Werf etablieren konnte. Es gab ja dieses berühmte Buch von Serge Guibaud, der geschrieben hat, How New York Stole the Idea of Modern Art. Und das ist das, was passiert in der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die Amerikaner sozusagen übernehmen. Deutschland spielt natürlich als Standort für die Abstraktion eine ganz bedeutende Rolle. Die Documenta von 1959, die Kunst nach 1945 nachgeht, ist sozusagen die Intronisierung der Abstraktion als Weltsprache. Und da hat natürlich der Kontext auch des Zweiten Weltkriegs, aber auch der Aufarbeitung von den Kriegsgräueln und des Nationalsozialismus eine ganz bedeutende Rolle gespielt. Die erste Documenta 55 war ja der Versuch, eigentlich das aufzuholen, was durch den Faschismus verschüttet worden war, weil ja die ganze Avantgarde-Kunst von den Nationalsozialisten als entartet gebrandmarkt worden war und verhindert wurde. Und da musste man in der ersten Documenta sozusagen diese Lücke versuchen zu füllen und hat dann klassische Moderne überwiegend aus Frankreich gezeigt. Und in der zweiten Documenta ging man dann dazu über, einen Hauptteil der Ausstellung der Gegenwart zu widmen. Was dann aber dazu beitrug, die europäischen Abstrakten eigentlich in den Hintergrund zu rücken, war der amerikanische Beitrag, der, die Ausstellungsmacher sagten, sie hätten sich vertan bei der Erkenntnis der Maßangaben dieser Bilder und die waren überrascht von den Riesenformaten der Amerikaner. Where the Americans had the largest section
of the exhibition, and in fact that section uniquely was organized by the Museum of Modern Art. The rest of Documenta was organized by Werner Hofmann and Arnold Boder, but they actually commissioned the Americans to do it, partly because they wanted the Americans to pay the shipping costs of bringing these huge paintings over to Europe. Und so hat es sich ergeben, dass die Amerikaner die Documenta 2 total dominierten, dass sie im Hauptsaal des Fridericianums gefeiert wurden mit Riesenformaten und dass die deutschen Informellen im Dachgeschoss zu sehen waren, wo es heiß und stickig war und die Leute sich gar nicht aufhalten wollten. Und das war also, das hat zu dem Mythos auch beigetragen, dass es diese Ungleichgewichtigkeit zwischen amerikanischer und europäischer Abstraktion gab. Und das war auch ein Beitrag zu dem Paradigmenwechsel, dass das Zentrum der Kunst sich von Paris nun endgültig nach New York verlagert hatte.